Und als Heimat von Österreichs größtem Erlebnis- und Familienfreizeitpark hat Strosswalchen für Jung- und Junggebliebene so einiges zu bieten. Wir haben das Phantasiana unter die Lupe genommen. Strosswalchens Freizeitpark ist um eine Attraktion reicher. Auf 5000 Quadratmetern erstreckt sich das sogenannte magische Dorf. Fridolins verrückter Zauberexpress springt dabei sofort ins Auge. Außerdem kann das Phantasiana nun mit einem zusätzlichen Kinderspielplatz sowie einem zusätzlichen Restaurant aufwarten. Das Phantasiana wächst und wächst und hat nun eine stolze Größe von 88.000 Quadratmetern erreicht. Das ist auch wichtig, denn die Gästezahlen wachsen rasant. Das Besucherwachstum bewegt sich Jahr für Jahr im zweistelligen Prozentbereich. Wir haben jetzt lange versucht, den Grund zu erweitern, weil eben durch die Besucherzahlen, die wir haben, die sehr hoch sind schon, ist es einfach zu klein geworden. Und wir wollten auch irgendwas Neues präsentieren und da war es etliches in unseren Köpfen vorgegangen. Und jetzt haben wir endlich die Fläche bekommen. Wir haben fast 10.000 Quadratmeter zukaufen können. Das wird also wunderschön und ich glaube, das wird uns auch sehr viel bringen. Der ganze Erfolg hat uns recht gegeben. Aber dass wir natürlich weiter wachsen müssen, das haben wir auch von vornherein gewusst. Und dann haben wir natürlich dann ein Grundstück gekauft und siehe da, wir sind heute so einer der größten Parks weit und breit. Ne? Fahrgeschäfte werden immer beliebter und auch die brauchen Platz. Mehr Gäste beeinflussen schließlich auch die Gastronomie, die Parkplätze und letztlich das Personal. 170 Personen sind im Phantasiana beschäftigt. 6 zusätzliche Vollzeitäquivalente wurden durch das neue magische Dorf geschaffen. Stolz sind die Gründer Karl-Heinz Grabler und Erich Wagner aber darauf, ein Familienbetrieb zu sein. Die Gattin von Herrn Wagner, die Sekinde, und meine Frau, die Sarah, die haben jetzt den Park eigentlich übernommen, obwohl wir beide natürlich dort tätig sind, beratend und so weiter. Und die führen das wunderschön weiter, muss ich sagen. Also wir sind da stolz, dass es auch in der Familie weitergeht. Wir sind ein Familienunternehmen, wir bleiben ein Familienunternehmen. Im Phantasiana hat man vieles richtig gemacht, aber ein Erfolgsfaktor war und ist Strosswalchen selbst. Wir sind ja in der Nähe von Oberösterreich, Salzburg, wir decken beide Bundesländer ab und auch Bayern ist nicht weit weg. Also wir sind in einem Kreis, wo wir doch ganz günstig liegen an der B1 und so weiter. Und ich glaube, das habe ich gesehen an die Besucherzahlen, dass das der richtige Schritt war, daher zu gehen. Etwa 5 Millionen Euro wurden in die jüngste Erweiterung, das magische Dorf, investiert. Damit hat das Phantasiana das nächste märchenhafte Kapitel aufgeschlagen.